Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia. Im letzten Part hatten wir genau hier das Puzzle gemacht. Und dank Rufus Hilfe haben wir das Puzzle auch dann kaputt gekriegt. Dafür sind wir an den Sicherungskasten gekommen, indem wir das Passwort für den Aufzug geändert haben, das jetzt Rufus lautet, und haben auch eine Taschenlampe bekommen. Genau, hier ist sie. Warum habe ich die Taschenlampe erst jetzt Ja, und jetzt soll gefunden? es Ich hätte während weitergehen. der Mainbike-Fahrt Grimassen für Goal schneiden können. Ja, immer interessant, was Rufus so zu erzählen hat. Und jetzt geht's weiter. Wir gehen jetzt erstmal zum Aufzug rauf. Vielleicht können wir vorher noch hier die Lampe mitnehmen und die, keine Ahnung, eine Taschenlampe verbauen oder so. Nee, okay. Hier ist auch nichts mehr. Gut, also dann gehen wir jetzt mal zum Fahrstuhl und fahren mal nach oben und schauen mal, was wir da so finden. Die Zeit ist auf Oh, das ist mir meiner auch gar nicht Seite. aufgefallen, dass hier eine Uhr Heute ist. verlasse ich Deponia. Die Uhr ist stehen geblieben. Ja. Aber Tut mir auch leid, das wenn ich wird dich mich nicht enttäuschen muss, aufhalten. Rufus. Ich habe das dumpfe Gefühl, Rufus. dass uns Hey, noch so was soll einiges das in die denn? Quere Das kommen wird. Passwort ist Rufus. Ich habe es Ja. selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? So, geht doch. Wollte gerade sagen. Oh, hübsch. Okay, hier sind wir dann jetzt auch auf der Soweit, Aussichtsplattform. so gut. Jetzt heißt es warten. Was ist das für ein Geräusch? Warten auf Godot. Amtenkreuzer? Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Na sowas. Ich sollte mir das besser mal aus der So eine Nähe angucken. Überraschung, damit hatten wir ja gar nicht gerechnet. Ein Notboot. Ein hübsches Zelt mit Untersitzplane. Ja, hier hat man tolle Aussicht. Eine Flagge. Warum eigentlich nicht? Ach so, die Aufstiegscodes. Da war ja was. Was für eine Schönheit. Stark, robust und bis auf ein paar Schrammen noch prima in Schuss. Ach ja, Spiegelungen Der im Fenster sind Selbstverliebte. schon was Tolles. Ach ja. Okay, also hier geht's dann hoch nach Elysium. Das sieht auch sehr hübsch aus. Jeden Abend sehen Sie wahrscheinlich hier Elysium, die Stadt vor dem Mond schweben. Da kann man schon verstehen, weshalb Rufus da unbedingt hin möchte. Ich war noch nie so nah dran. Ja. Nicht schlecht. Sehr hübsch, der Mann im Mond. Okay, hier haben wir eine Flagge. Die holen wir uns runter mit. So. Kann schließlich für alles Mögliche gut sein. Zack, eingepackt. Puh. Okay, damit können wir wohl nichts mehr In machen. Elysium werden sie mich mit wehenden Ja, trau Fahnen weiter, begrüßen. Rufus. Und Konfetti. Oh Und Junge, Luftballons. ich liebe Konfetti. Und Cocktails. Und Hula-Hoop-Reifen. Und Tänzerinnen. Nein. Ich geht nein. Okay, das hilft uns nicht mehr. Der sieht aufgebogen aus, da leuchtet es Dieser auch. Schnörkel unterscheidet sich von den Auch anderen. nicht. Ja, Sympathisch. das war klar, dass das für ihn sympathisch ist. Ein individuelles Schnörkelding. Nehmen wir auch mit, es leuchtet nicht. Vielleicht ist das noch für was gut. Sehr wahrscheinlich sogar hier in dem Spiel. Ist ja fast alles für irgendwas gut. So. Mein Katapult hatte eine ähnliche Form, nur dass Menschen reinpassten. Wenn ich anfange, meinen Kram mit jedem Steinchen. Ich glaube, ich versuche aber hier jetzt erstmal nichts zu kombinieren, sondern mache das dann, wenn es benötigt wird. Gehe erstmal zurück in die Bahnhofshalle. Oh, das ist doch Cletus. Sapperlot, das sind doch dieselben Organons, die Goal bedroht haben. Vielleicht haben sie diesen Cletus geschnappt. Dachte ich mir gleich, dass das ein Schlappschwanz ist. Was mache ich denn jetzt? Am besten, ich halte mich erst einmal im Verborgenen und gucke, ob ich irgendwas rausfinde.
Und Sie sind sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, Ihre Verlobte hierher zu bringen? Absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Der Ausblick, nach Elysium zu kommen, wird ihn herlocken. Raffgierige Ratte? Das ist doch... Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Cletus. So wie ich das sehe, ist sie nur ein unkalkulierbarer Risikofaktor für unser gemeinsames Unternehmen. Glauben Sie mir, nach all dem, was sie sich geleistet hat, würde ich sie am liebsten auch auf Deponia zurücklassen. Aber um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider an ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ohne Goal keine Aufstiegscodes. Und ohne Aufstiegscodes kein Unternehmen. Das gefällt mir nicht. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Röhrenamtmann, machen Sie Meldung. Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat. Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter. Selbst über diese Drohne ist der Gestank kaum aushaltbar. Es wird Zeit, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir das Ganze hinter uns haben, desto besser. Ja, genau. Ganz meine Meinung. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Also halten Sie sich im Hintergrund. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Ratte ihren Schwanz einkneift, bevor wir die Aufstiegscodes in Händen halten. Hoffentlich geht er an uns vorbei und entdeckt uns nicht. Moment mal, ja, dieser Cletus sieht ja genauso aus wie ich. Ja, nicht ganz so attraktiv vielleicht, aber... Was hat das nur zu bedeuten? Außerdem hat mir das Gespräch überhaupt nicht gefallen. Ich hab nicht alles verstanden, aber die haben doch was vor. Und keinesfalls kann ich zulassen, dass Goal dem Organon in die Hände fällt. Zuerst werde ich mir allerdings diesen Cletus vorknüpfen. Gnade ihm Schrott, wenn er vorhat, mich zu hintergehen. Ja, ich denke, hier kommen wir jetzt erstmal nicht dran vorbei. Die Lampe ist ja auch noch an, dann würde er uns ja sehen und... Wir könnten natürlich versuchen, hier aus dem Sicherungskasten... Ja, also ich erstmal so kann probieren. Nicht näher ran. Die das Organons würden mich sehen. Die Sicherungskasten, die Sicherung rausnehmen. Ne, wir gehen erstmal nach oben und schauen mal, was es oben gibt. Ah, da ist er. Oh, kommt der Aufzug wieder runter? Ja, okay. Gut, also eingestiegen und ab nach oben. So. Eine Tasche hat er auch dabei. Sein Reisekoffer. Das Gepäck von dem Kerl. Ich wette, er hat den Seitenschneider vergessen. Natürlich nicht. Man weiß ja nie, wann man nicht mal ein Gitter aufschneiden muss. Reden wir mal mit ihm. Gucken, ob er was Vernünftiges zu sagen hat. Cletus! Rufus! Endlich stehe ich dir gegenüber. Irrtum, ja, ich stehe dir gegenüber. Ihm ähnlich. Von wegen. Ich stehe dir mindestens 3 Schritte mehr gegenüber. Ach, glaub das ruhig, Bürschchen. Aber genug der Unhöflichkeiten. Wo ist Goal? An einem sicheren Ort. Na, das ist ja perfekt, du Genie. Du bist das Genie. Wir hatten einen Deal. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Ohne Goal kein Deal. Also, was ist jetzt? Ich hoffe, die zanken nicht die ganze Zeit so. Ja, was antworten wir jetzt? Fragen wir mal direkt nach dem Deal, glaube ich. Was für eine Vereinbarung ist das zwischen dir und dem Organon? Tja, warum sollte ich es dir eigentlich nicht erzählen? Deponia wird gesprengt. Was? Ach ja, ich hatte vergessen, dass ich mit einem Höhlenmenschen rede. Deponia, boom. Boom? Ja, boom. Der ganze stinkende Mist. Und Elysium weiß davon? Von der Sprengung? Na klar. Wir haben sie bereits vor Jahrzehnten in Auftrag gegeben. Was dachtest du denn, was die Organons den ganzen Tag so treiben? Ihre mechanischen Bärte entfusseln? Und was wird aus den Deponianern? Physikalisch betrachtet wohl hauptsächlich Energie. Theologisch gesehen, sagen wir einfach, für einen Stern am Abendhimmel wird's wohl kaum reichen. Wow, das ist echt starker Tobak. Ja, in der Tat. Um ehrlich zu sein, gingen wir davon aus, dass Deponia unbewohnt ist. Bringen. Immerhin wurde die Oberfläche damals für unbewohnbar erklärt. Aber ausgerechnet jetzt, da die Sprengung unmittelbar bevorsteht, kamen Gerüchte auf. Auf Deponia soll es noch Menschen geben, hieß es da.
Darum haben die Ältesten einen Inspektor ernannt, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und jetzt rate mal, wer dieser Inspektor ist. Ich bin es, du Troglodyt. Verstehe. Was ich hingegen nicht verstehe, mal abgesehen von der Bedeutung des Wortes Troglodyt, hat der Organon nichts von der deponianischen Bevölkerung erzählt? Ulysses Leute müssen doch wissen, dass wir hier leben. Immerhin terrorisiert uns der Organon seit Jahren. Sie erheben Zölle, sie blockieren Handelsrouten und sie klauen Babys im Nordquadranten. Was allerdings auch nur ein Gerücht sein könnte. Ulysses hatte seine Gründe, uns im Unklaren zu lassen. Aber nun kennst du die Wahrheit. Ja, ich weiß alles. Okay, das heißt dann ja, dass Deponia nicht gesprengt wird, richtig? Nein, falsch. Ulysses hat mir alles erklärt. Und wir haben eine Vereinbarung getroffen. In meinem Bericht an die Ältesten wird stehen, dass der Planet nach wie vor unbewohnt ist. Deponia wird also trotzdem gesprengt. Hast du etwa Probleme damit? Ich meine, was interessiert es dich? Hier leben Immerhin Menschen. Wirst du sicher auf Elysium sein, wenn es passiert. Du willst doch noch nach Elysium, oder? Ja, schon, aber... Es hat ja nichts damit zu tun, ob man die mag oder nicht. Ja, wir wussten ja aber schon, dass Cletus ein... hinterlistige Ratte ist und jetzt entpuppt sich das alles noch als viel schlimmer als ursprünglich gedacht. Tja, also fragen wir nochmal besser nach, ob wir das alles so richtig verstanden haben. Oder die Antworten, ja, die kann ich ja immer noch danach nehmen, nehme ich mal an. Auch wenn es mir jetzt tatsächlich etwas übertrieben scheint, ganz Deponia sprengen zu müssen, obwohl wir ja die Gründe des Organon nicht wirklich kennen. Bleiben wir erstmal hier. Ich glaube, ich habe da irgendwas verpasst. Aber dass Deponia vom Organon gesprengt werden soll, das hast du doch mitbekommen. Ja, ja, boom. Okay. Und dass ich im Auftrag Elysiums Deponia inspiziere, um Gerüchten überleben, ja, das habe ich. Und schneller. Werde ich Ihnen die Wahrheit... Nein, du wirst damit Deponia Ihr trotzdem... Ihr wisst ja, was er Yes. Oh, Junge, ich bin... So, okay, also, das wird ihm übertrieben. Deponia sprengen? Das scheint mir etwas übertrieben zu sein. Ich meine, okay, es stinkt. Es ist keine Augenweide. Sicher kein Ort für jemanden wie mich. Aber ich kenne einige Leute, die hängen irgendwie an diesem Haufen Schrott. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie, weiß nicht, darauf leben und so. Schön, das sind alles Idioten, die einen Helden nicht einmal dann erkennen würden, wenn er ihnen den Kohlgarten in Brand steckt. Aber sprengen... Ja, was wird denn aus Toni? Ja, sprengen, und abreißen, einäschern, vaporisieren, eliminieren, ausradieren, alles weg! Ratz, fatz. Puh. Dem sympathischen Sprengmeister und was aus Doc? Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Tja, dann haben wir auch keinen Deal. Schade. Es hätte dir sicher gefallen. Auf Elysium. Lass mich nur kurz dem Organon Bescheid sagen und... Nein, warte doch. Ich habe ja noch gar nicht ausgeredet. Das werde ich auf keinen Fall zulassen, würde jetzt bestimmt jemand sagen, der an Deponia hängt. Ich hingegen... Ja, dann schieben wir es erstmal auf Ghoul. Warum wir... Also, uns ist es egal, aber Ghoul will das ja nicht, ja. Das klingt... Ich meine, mir ist es egal. Aber Ghoul wird das nicht gefallen. Tja, da hast du nicht ganz Unrecht. Ghoul hat sich als unberechenbarer Risikofaktor erwiesen. Ja, dass aber er sie nicht liebt, wissen wir schon. Was ist das? Das ist eine Bewusstseinsdatasette. Genauer gesagt, ein Backup von Ghouls Bewusstseinsspeicher. Das wusste ich. Ghouls gesamter Charakter ist darauf gespeichert. Inklusive aller Erinnerungen. Und zwar vor dem Punkt, an dem sie einen Blick auf Deponia und seine Bewohner warf. Sie wird nie erfahren, was hier auf Deponia vorgefallen ist. Darf ich auch mal? Finger weg! Das ist kein Spielzeug. Aber es ist ja nett, dass er nicht ganz Ghoul auslöschen möchte, sondern nur ein paar ihrer Gedanken. Ich meine, immerhin, er hätte sie ja schließlich auch vom Bord kippen können und dann irgendwo... sterben. Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ach ja, wie sehr denn? Ach, Rufus. So schlimm war es doch nicht. Es ist deine Heimat. Hier gibt es nur Müll. Anwesende eingeschlossen. Tja, dann stinkt es. Das wird wohl wahr sein. Es stinkt. Na und? Das tut dein Deo auch. Mein was? Und er hat was Besseres verdient, seiner Meinung nach? Ich habe etwas Besseres verdient.
Das bezweifle ich stark. Der ist echt noch schlimmer als Rufus. Hier die passen leben gut nur zusammen, Idioten. Die beiden. Und du bist der lebende Beweis dafür. So. Na gut, dann. Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Glaub, auf, dass du ich weiß hast. Das nicht. Kannst du bestimmt gut. Er scheint zu dir zu passen. Bitte was? Weißt du eigentlich, wie das ist, jeden Morgen im Müll aufzuwachen? Zwischen Essensresten und Schmutzwäsche, die Spüle leckt, das Klo läuft über, der Kühlschrank ist leer und das Wasser riecht, als hätte es sich seit Monaten nicht gewaschen. Und dann dieses ewige, Rufus, mach den Abwasch, geh arbeiten, räum mal auf. Checkt mal was, der ganze Planet besteht aus Müll. Wir laufen auf Müll, wir essen Müll. Ihr wollt, dass ich den Arsch hochbekomme? Ihr könnt meinen Arsch von hinten bewundern. Ich gehe dahin, wo Potenzial kein Düngemittel ist, das man auf Kohlbeeten verteilt. Was kann man in eurem Müll denn bestenfalls erreichen? Scheiß Bürgermeister von Scheißhausen werden? Der Job, für den sich selbst der feine Herr Drückeberger zu schade war? Ohne mich. Hörst du, Paps? Ohne mich. Jetzt wissen wir, woher der ganze Hass rührt. Ich hoffe, du bist über einer Jauchegrube abgestürzt. Ich wink dir zu, wenn ich dich auf dem Weg nach Elysium überhole. Guck mal, wer ist denn jetzt der kleine Dreckspatz? Wer ist denn jetzt der Dreckspatz? Fühlt sich halt immer von seinem Vater allein gelassen. Donnerwetter. Apropos. Du scheinst Deponia tatsächlich zu hassen. Da kam mir jetzt gerade mal ein Gedanke, und zwar sehen Rufus und Cletus sich ja tatsächlich ziemlich ähnlich, wie vorhin schon erwähnt. Ja, vielleicht hat das ja tatsächlich noch irgendwas mit dem Vater zu tun und dass Rufus und Cletus dann irgendwie Brüder sind. Ja, aber ich denke nicht, dass das in diesem Part noch, also in diesem Teil des Spiels noch rauskommen wird, sondern irgendwann später, vielleicht in einem der letzteren beiden Spiele, wer weiß. Aber vom Charakter sind sie sich ja auch gar nicht so unähnlich. Ja, wir werden sehen. Fragen wir doch mal nach. Warum siehst du mir so ähnlich? Irrtum, du siehst mir ähnlich. Gar nicht. Du siehst mir viel ähnlicher als ich dir. Ich meine, die streiten sich auch nicht. Nur, dass ich nicht so hässlich bin. Du bist sogar noch viel hässlicher. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Das ist sogar meine Lieblingsbeschäftigung. Ja. Wie bei mir. Beschweren wir uns mal. Hör auf, mir alles nachzuplappern. Nur wenn du aufhörst, mir alles nachzuplappern. Ja. Okay, aber also ich nehme an, dass... alles nach. Jetzt alle nein, Antworten so sein mir. Werden. Nein, du mir. Nein, du. Nein, ach du. Ja? Nein, du. Ach ja? Ach ja, haha? Grumbel. Tja, dann, Der Organon hat wirklich vor der... Genau. Den Gap. Kaboom. Ja, das ist stört dich das Gleiche, etwa? Wenn du doch dabei bleiben, dann können wir eigentlich auch nee, runtergehen wieder. Ach ja? Wie sehr... Ja, bla bla... Der Deal okay. steht also nur, wenn du deinen Teil der Abmachung einhältst. Mhm. Oder du oder deinen. Ladies first. Okay. Also dann. Warum sollte ich dir trauen? Warum sollte ich dir danach trauen? Wir noch alle Antworten mindestens ich hab zuerst gefragt. Und wir haben nichts verpasst. Genau, hatten wir. Das hatten wir auch. Also können wir jetzt gehen. Ich gehe und hole Goal. Na endlich. Wobei es schon... Das ich wette okay, natürlich, auch. Man weiß ja... Wobei es schon ziemlich... Ja, vielleicht etwas mitnehmen noch schnell? Finger weg! Verdammt! Das ist schon ziemlich viel fies mit der Datendisk. Die können wir eben jetzt leider auch nicht klauen. Naja, später dann. Jetzt schnell erstmal runter. Mit dem Aufzug und irgendwie müssen wir jetzt uns an diesem Wachmann vorbeischleichen. Mal gucken, was wir jetzt im Inventar haben. Vielleicht hier aus dem Sicherungskasten tatsächlich irgendwas rausnehmen. Nicht nötig. Das Passwort Achso, ist nee, Rufus. Ist ich habe es selbst okay. eingestellt. Dann bringt das natürlich alles nichts. Und Inventar. Vielleicht können wir ihn mit einem Fisch vertreiben. Die stinken ich kann nicht so. Die Nein. Okay, er darf uns also auch gar nicht sehen. Was ich kann nicht die Das würde uns ja auch nur auf ihn aufmerksam machen. Nein, also unsere Orten, ja. Ihr wisst schon, was ich tödliche meine. Tödliche Schusswaffe. So, Check. Bauen wir das mal zu einer Flitze zusammen. Munition haben wir ja auch schon Check. Dafür. Und dann schießen wir ihn ab. Wobei... Ich kann nicht näher ran, die Organe... Das würde auch ja nur Aufmerksamkeit erregen. Und macht deshalb wenig Sinn. Wie wohl das Kopfkissen von die... Ich muss den Part auch langsam mal beenden.
Okay, also auf ihn. Einen Schritt ja, näher können und wir das genau. Nicht schießen. Das. Ach so, ja, die Lampe, klar. Okay, machen wir das Licht an der Lampe aus, dann kommen wir auch dran vorbei. So, und zu. Zack, dunkel. Alle Mann auf Gefechtsstation! Nur die Ruhe, Argus. Der Bildschirm wieder angebrummt. Wir sind hier auf einem Müllplaneten. Mich überrascht eher, dass die Lampe nicht schon viel früher explodiert ist. Genau wie es dieser ganze Planet endlich tun sollte. Und jetzt bitte weitermachen. Tja, so, der ist beruhigt, wir haben das Licht ausgemacht und ich muss sagen, der Part muss jetzt hier auch schon beendet werden. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns an dem Organon-Beamten vorbeischleichen. Und damit bis zum nächsten Mal.